Hallo, mein Name ist Mike Gabisch. Ich bin Leiter der Requisite hier im Haus und werde jetzt aus dem Kamerun von Boccaccio die 8. Geschichte des dritten Tages vorlesen. In Toskana war und ist noch heutzutage eine Benediktinerabtei, wie man deren viele sieht, an einem wenig besuchtem Ort gelegen. Dort hatte man einen Mönch zum Abt gemacht, der in jeder Beziehung, den Umgang mit Weibern abgerechnet, ein sehr heiliger Mann genannt werden konnte. Diesen Umgang aber wusste er so insgeheim zu betreiben, dass bei seinem Rufe der Strenge und Heiligkeit niemand dergleichen ahnte, geschweige denn etwas davon erfuhr. Nun traf es sich, dass ein schwerreicher Bauer namens Ferrondo mit dem Abt näher bekannt ward und bei seinem unmäßigen Einfall und Albernheit von diesem, der sich zuweilen an seiner Narrenheit ergötzen mochte, gern gesehen wurde. Inzwischen wurde der Abt gewahr, dass Ferrondo ein wunderschönes Weib zur Frau hatte. Und er verliebte sich so sehr in dieses, dass er bei Tag und Nacht an nichts anderes dachte und fast verzweifeln wollte, als er erfuhr, Ferrondo, der in allem anderen so töricht und dumm war, sei vollkommen vernünftig, sobald es sich darum handle, seine Frau zu lieben und zu bewachen. Dennoch war er geschickt genug, den Ferrondo so weit zu bringen, dass er zuweilen mit seiner Frau heraufkam, sich im Klostergarten einige Zeit zu ergötzen. Hier redet er ihnen dann mit viel Salbung von der Seligkeit, vom ewigen Leben, von den heiligen Werken vieler verstorbener Männer und Frauen so lange etwas vor, bis die Frau Lust bekam, bei ihm zur Beichte zu gehen und die Erlaubnis von ihrem Manne, als sie ihn darum ansprach, sogleich erhielt. Zur großen Freude des Abtes kam die Frau nun wirklich zu ihm beichten, setzte sich zu seinen Füßen und begann, noch ehe sie etwas anderes redete, hochwürdiger Herr. Hätte mir Gott einen anderen oder auch gar keinen Mann gegeben, so würde es mir vielleicht nicht schwerer fallen, unter eurer Anleitung den Weg zu gewinnen, der nach eurer Rede den Menschen zum Paradies führt. Wenn ich aber bedenke, was Ferrondo für ein Mensch und wie übermäßig seine Albernheit ist, so muss ich mich in dieser Hinsicht eine Witwe nennen. Während ich doch wieder insofern verheiratet bin, als ich zu seinen Lebzeiten keinen anderen Mann nehmen darf. Dabei ist er nun ohne irgendeinen Grund in seiner Einfalt so übertrieben eifersüchtig auf mich, dass ich um dessen Willen nicht anders als in Not und Elend mit ihm leben kann. Deshalb bitte ich denn, bevor ich zur ferneren Beichte schreite, euch auf das Demütigste, mir in dieser Sache mit einigen Rate gefällig zu sein. Denn erlange ich dadurch nicht erst die Möglichkeit, gut zu handeln, dann wird mir das Beichten so wenig helfen wie die Buße. Diese Rede gefiel dem Abt in seiner Seele gar wohl und ihn deuchte, das Glück habe ihm bereits den Weg gebahnt, um seinen sehnlichsten Wunsch zu erlangen. Meine Tochter, antwortete er, wohl glaube ich, dass es einer so schönen und feinfühligen Frau, wie ihr es seid, lästig sein mag, einen Blödsinnigen zu meiner Hand zu haben. Noch beschwerlicher aber muss ein Eifersüchtiger fallen. Da ihr nun zugleich den einen und den anderen habt, so glaube ich euch gern, was ihr von euren Leiden erzählt. Für dieses aber weiß ich, gerade herausgesagt, nur einen Rat und nur ein Mittel, nämlich ihn von seiner Eifersucht zu heilen. Diese Arznei, die ihn zu heilen vermag, weiß ich recht wohl herzustellen. Und wenn ihr euch nur getraut, alles, was ich euch sagen werde, gewiss geheim zu halten. Die Frau erwiderte, zweifelt nicht, ehrwürdiger Vater, eher will ich mein Leben lassen, als jemand das wieder zu sagen, was zu sagen ihr mir verboten habt. Wie sollte aber das vor sich gehen? Wollen wir, dass er geheilt werde? Antwortete der Abt. So muss er notwendig ins Fegefeuer. Wie kann er denn bei lebendigem Leibe dahin kommen? Sprach die Frau. Der Abt sagte, er muss sterben und so hinkommen. Wird er dann so viele Qualen erlitten haben, dass er von diesem seiner Eifersucht geheilt ist? So werden wir in gewissen Gebeten den lieben Gott bitten, dass er ihn wieder lebendig macht. Und das wird dann auch geschehen. Soll ich denn eine Witwe werden? Entgegnete die Frau. Ja, sagte der Abt, auf einige Zeit, während welcher ihr euch aber wohl hüten müsst, euch an jemanden verheiraten zu lassen. Gott nehme es euch sehr übel und Ferrondo, wenn er wiederkäme und ihr dann zu ihm zurück müsstet, wäre eifersüchtiger denn je zuvor. Die Frau antwortete, wird er nun von diesem Übel befreit und brauche ich dann nicht immer im Gefängnis zu sitzen, so bin ich mit allem zufrieden. Tut nach eurem Gefallen. So will ich es dann übernehmen, sagte der Abt. Wodurch wollt ihr mich aber für einen solchen Dienst belohnen?
Hochwürdiger Herr, erwiderte die Frau, fordert, was ihr wollt, wenn ich es zu leisten vermag. Was kann aber ein armes Weib, wie ich es bin, einen so vornehmen Herrn anbieten, dass seiner würdig wäre? Darauf sagte der Abt, Madonna, ihr könnt für mich nichts Geringeres tun, als was ich für euch zu unternehmen begriffe stehe. Denn so wie ich zu eurem Glück und zu eurer Zufriedenheit zu wirken gedenke, so seid ihr imstande, mir mein Leben und meine Ruhe wiederzugeben. Ist das der Fall? Entgegnete die Frau. So bin ich bereit. Wohl denn, sagt der Abt, so schenkt mir eure Liebe und gewährt mir euren Leib. Denn nur für euch glühe ich und verzehre ich mich im Feuer. Als die Frau diese Worte vernahm, sagte sie voller Schrecken, um Gottes Willen, ehrwürdiger Vater, was begehrt ihr da von mir? Ich dachte, ihr wäret ein Heiliger. Ziemt es sich denn für heilige Männer, dass sie die Frauen, die sich bei ihnen Rat holen wollen, um dergleichen Dinge ansprechen? Der Abt antwortete ihr, mein süßes Herz, verwundert euch nicht darüber. Die Heiligkeit wird darum nicht geringer, denn sie wohnt in der Seele und das Verlangen, das ich euch entdeckt habe, ist eine Sünde des Körpers. Wie dem aber auch sei, eure holde Schönheit übt solche Gewalt über mich aus, dass die Liebe mich zwingt, so zu tun, wie ich getan habe. Dabei könnt ihr euch mehr als andere Weiber eurer Schönheit rühmen. Wenn ihr bedenken wollt, dass sie den Heiligen wohlgefällt, die doch gewohnt sind, die Schönheit des Himmels zu betrachten. Übrigens bin ich ein Mensch, wie sehr ich auch ein Abt bin. Und wie ihr seht, noch nicht alt. Und so soll es euch nicht leid sein, so zu tun, wie ich euch gesagt habe. Vielmehr sollt ihr es selber wünschen, denn während Ferrando im Fegefeuer ist, werde ich euch nachts Gesellschaft leisten und euch die Unterhaltung gewähren, die er euch zu bieten hätte. Auch wird es niemals jemand gewahr werden, denn in jeder denkt von mir so gut und vielleicht noch besser, als ihr es vorhin getan habt. Verschmäht nicht die Gnade, die euch von Gott geboten wird, denn viele sind, die sehnlicher begehren, was ihr haben könnt und haben werdet, wenn ihr vernünftig genug seid, meinen Rate zu trauen. Überdies habe ich manchen schönen und kostbaren Schmuck, der meinen Willen nach niemand anders als euch gehören soll. So tut denn, süße Hoffnung meines Herzens, für mich, was ich gern für euch tue. Die Frau schlug die Augen nieder und wusste nicht, wie sie dem Abt diese Bitte abschlagen konnte. Sie ihm zu gewähren, schien ihr aber nicht gut getan. Als dieser bemerkte, dass sie mit der Antwort zögerte, nachdem sie ihn doch angehört hatte, glaubte er sich schon halb bekehrt. Und wirklich gelang es ihm durch viele Worte, die er den ersten hinzufügte, noch ehe er ausgeredet hatte, ihr in den Kopf zu setzen, was er verlange. Sei wohl getan. Deshalb sagte sie ihm den ganz verschämt, sie sei bereit, jedem seiner Befehle zu gehorchen. Früher aber könne sie nicht, als bis Ferrando im Fegefeuer sei. Der Abt erwiderte ihr voller Freude, nun, so wollen wir ihn denn gleich hinschicken. Richtet es nur ein, dass er morgen oder in diesen Tagen zum Besuche zu mir heraufkommt. Mit diesen Worten drückte er ihr verstohlen einen wunderschönen Ring in die Hand und entließ sie. Die Frau war vergnügt über das Geschenk, denn sie hoffte, dass noch andere folgen sollten. Und nachdem sie ihre Freundinnen wieder aufgesucht hatte, erzählte sie ihnen auf dem Heimweg Wunderdinge von der Frömmigkeit des Abtes. Wenige Tage darauf ging Ferrando ins Kloster. Sobald der Abt ihn zu sehen bekam, nahm er sich vor, ihn ins Fegefeuer zu schicken. Zu diesem Ende suchte er ein Pulver von wunderbarer Kraft hervor, das er im Morgenland von einem mächtigen Fürsten mit der Versicherung erhalten hatte. Der Alte vom Berge pflegte sich deshalb desselben zu bedienen, wenn er jemanden im Schlaf in sein Paradies oder wieder herausbringen wolle. In größerer oder geringerer Menge geben schläfere er es den, der es genieße, ohne ihm irgend zu schaden, auf kürzere oder längere Zeit dermaßen ein, dass niemand ihm einen Funken von Leben beimessen könne. Solange die Kraft des Pulvers dauere. Von diesem Pulver nahm er so viel, als nötig war, um einen dreitägigen Schlaf hervorzubringen, und gab es Ferrando mit einem Glase jungen und noch trüben Weines, in welchen er dasselbe unbemerkt getan hatte, in seiner Zelle zu trinken. Dann führte er ihn in den Kreuzgang und begann in Gesellschaft einiger anderer Mönche, sich an seinen Torheiten zu ergötzen. Es dauerte indes nicht lange, so wirkte das Pulver und Ferrando überfiel eine so plötzlich unüberwindliche Müdigkeit, dass er noch im Stehen einschlief und schlafend umfiel. Der Abt stellte sich erschrocken über den Vorfall, ließ ihm die Kleider öffnen und kaltes Wasser bringen, um ihn damit zu bespritzen. Auch versuchte er noch viele andere Mittel, wie, wenn er glaubte, die Lebensgeister, die von üblen, aus dem Magen oder sonst aufgestiegenen Dünsten eingenommen seien, auf diese Weise samt dem Bewusstsein zurückzuführen.
Als nun der Abt und die Mönche sahen, dass er bei alledem sich nicht erholte, und als sie den Puls, nachdem sie fühlten, regungslos fanden, zweifelte keiner mehr daran, dass er tot sei. Deshalb ließ man es seiner Frau und seinen Angehörigen sagen, die alle schnell herbeikamen und ihn eine Weile gemeinschaftlich beweinten, worauf der Abt ihn, angezogen wie er war, in eine Gruft beisetzen ließ. Die Frau kehrte heim und erklärte, sich nie von einem Kinde trennen zu wollen, das er mit ihr erzeugt hatte. So blieb sie im Hause nur damit beschäftigt, dem Vermögen, das Ferrando hinterlassen hatte, und der Erziehung ihres Söhnleins vorzustehen. Der Abt indessen stand in der Nacht mit einem Bologneser Mönch, der am selben Tage angekommen war und zu dem er großes Vertrauen hatte, in aller Stille auf. Beide nahmen den Ferrando aus seinem Grabe und legten ihn in ein anderes Gewölbe, worin man gar kein Licht sah und das zum Strafgefängnis für die Mönche bestimmt war. Hier zogen sie ihm seine Kleider aus, kleideten ihn stattdessen wie ein Mönch, setzten ihn auf ein Bündel Stroh und ließen ihn allein, bis er wieder zu sich käme. Und der Bologneser Mönch, der vom Abt ohne Mitwissen eines anderen gehörig unterrichtet worden war, wartete einstweilen, dass Ferrando sich erholen sollte. Der Abt ging am anderen Tage mit einigen seiner Mönche wie zum Besuche in das Haus der Frau, die er ganz in Trauerkleidern und sehr betrübt fand. Nachdem er sie eine Weile getröstet hatte, erinnerte er sie leise an ihr Versprechen. Da die Frau sich nun frei und weder von Ferrando noch sonst jemand belästigt fühlte, auch an des Abtes Fingers schon einen zweiten, noch schöneren Ring bemerkt hatte, sagte sie, sie sei bereit, und verabredete mit ihm, dass er in der nächsten Nacht kommen sollte. Wirklich ging er, sobald es Nacht geworden war, in den Kleidern des Ferrandos und von seinem Mönche begleitet zur Frau, bei der er bis zum Morgen unter Scherz und Freude verweilte, bevor er zu seiner Abtei zurückkehrte. Oft genug machte er denselben Weg in gleicher Absicht und wurde von einigen, die ihm beim Kommen oder Gehen begegneten, für den Geist des Ferrando gehalten, der, um Buße zu tun, in der Gegend umhergehen müsse. Darüber erzählten denn die abergläubischen Leute in den Dörfchen viele Geschichten, die auch zu den Ohren der Frau kamen, welche indes wohl wusste, was für eine Bewandtnis es damit hatte. Als Ferrando in dem dunklen Gefängnis erwachte, ohne zu wissen, wo er sich befand, trat der Bolognese Mönch mit seiner fürchterlichen Stimme zu ihm hinein und gab ihm mit einigen Ruten, die er in der Hand hielt, eine derbe Tracht Schläge. Ferrando fragte unter Weinen und Schreien in einem Fort, »Wo bin ich?« »Du bist im Fegefeuer«, antwortete der Mönch. »Wie?« sagte Ferrando. »So bin ich denn tot?« »Jawohl«, erwiderte der Mönch. Darauf begann Ferrando sich selbst, seine Frau und seine Söhne bitterlich zu beweinen, sagte dabei die tollsten Albernheiten. Indes brachte der Mönch ihm etwas zu essen und zu trinken. Als Ferrando das sah, rief er aus, »Mein Himmel, essen denn die Toten?« »Ja«, sagte der Mönch. »Und was ich dir jetzt bringe, ist dasselbe Essen, welches die Frau, die einstmals die deine war, heute Morgen der Kirche geschickt hat, um für deine Seele eine Messe lesen zu lassen. Das kommt dir nun, auf unser Herrgottes Befehl, hier zugute.« Darauf sagte Ferrando, »Ach du meine Güte, na Gott, gebe ihr ein vergnügtes Jahr. Ich bin ihr freilich immer vor meinem Tode gar gut gewesen und habe sie immer die ganze Nacht im Arm gehabt und nichts anderes getan, als sie geküsst, und habe auch etwas anderes getan, wenn ich Lust dazu bekam.« Dann fing er, hungrig und durstig wie er war, zu essen und zu trinken an. Da ihm aber der Wein nicht allzu gut vorkam, sagte er wieder, »Herrgott, gib ihr Unglück, sie hat den Priester doch nicht von dem Fasse an der Wand geschickt.« Als er nun gegessen und getrunken hatte, nahm ihn der Mönch wieder vor und schlug ihn mit derselben Rute aufs Neue ganz mürbe. Nachdem Ferrando lange genug gejammert hatte, sagte er zu ihm, »Mein Gott, warum tatest du denn das?« Der Mönch sagte, »Weil unser Herrgott befohlen hatte, dass dies alle Tage zweimal so geschehe.« Aus was für einer Ursache denn?« fragte Ferrando. Der Mönch erwiderte, »Weil du eifersüchtig warst, obgleich du das beste Weib zur Frau hattest, das weit und breit zu finden war.« »Ach Gott, ja«, sagte Ferrando, »und das Honigsüßeste, dazu köstlicher als Marzipan. Aber ich wusste nicht, dass unser Herrgott es übel nimmt, wenn ein Mann eifersüchtig ist. Sonst wäre ich es nicht gewesen.« Der Mönch antwortete, »Das hättest du bedenken und dich bessern sollen, während du noch in jener Welt warst. Und solltest dich treffen, dass du wieder hinkämst, so gib nur Acht, dass du in Gedanken behältst, was ich dir jetzt antue, und dass du nie wieder eifersüchtig bist.« »Ei«, sagte Ferrando, »kommt denn jemals einer zurück, der gestorben ist?« »Freilich«,
entgegnete der Mönch, wen Gott wieder hinbringen will? Ach Gott, sagte Ferrando, wenn ich jemals zurückkäme, so wollte ich der beste Mann von der Welt sein. Ich wollte sie niemals schlagen, niemals schelten, außer wegen des Weines, den sie heute Morgen geschickt hatte. Sie hat aber auch kein bisschen Licht gegeben und ich habe im Dunkeln essen müssen. Der Mönch antwortete, wohl hat sie Kerzen geschickt, aber man hat sie zu den Seelenmessen verbrannt. Ja, sagte Ferrando, da wirst du recht haben. Und gewiss, wenn ich wieder hinkomme, da will ich sie tun lassen, wozu sie Lust hat. Aber sag einmal, wer bist denn du, der du so mit mir umgehst? Der Mönch erwiderte, ich bin auch tot und war aus Sardinien. Und weil ich im Leben meinen Herrn wegen seiner Eifersucht häufig gelobt habe, bin ich von Gott zur Strafe verurteilt, dass ich dir so lange zu essen und zu trinken gebe und dich in solcher Weise schlagen muss, bis Gott über dich und mich beschließen wird. Ferrando sagte, ist denn niemand hier als nur wir beide? Jawohl, sagte der Mönch, zu Tausenden. Aber du kannst sie so wenig sehen und hören wie ich auch. Darauf sagte Ferrando, wie weit sind wir denn wohl von zu Hause? Oho, antwortete der Mönch, du bist hier noch etliche Meilen weit hinter Schönkackenhausen. Ei, der Kuckuck, sagte Ferrando, das ist einmal weit. Meines Erachtens ist das so weit, dass wir schon aus der Welt heraus sein sollten. Unter solchen und ähnlichen Gesprächen wurde Ferrando bei Essen und Schlägen an die 10 Monate gehalten, während welcher der Abt, der sich gar glücklich fühlte, oft genug die hübsche Frau besuchte und sich mit ihr den schönsten Zeitvertreib von der Welt machte. Wie aber die Unfälle mitunter zu kommen pflegen, so wurde die Frau schwanger und sagte es dem Abt, da sie es noch früh genug bemerkt hatte. Darum schien es denn nun beide getraten, dass Ferrando unverzüglich aus dem Fegefeuer zurückgekommen und wieder ins Leben gerufen werden sollte, auf dass sie, nachdem sie wieder beisammen gewesen wären, vorgeben können, von ihm schwanger zu sein. Zu diesem Zweck ließ der Abt in der nächsten Nacht den Ferrando in seinen Kerker mit verstellter Stimme anrufen und ihm Folgendes sagen. Ferrando, sei guten Mutes. Gott beliebt es, dich in die Welt zurückzuschicken. Wenn du wieder hingekommen bist, wird dir deine Frau einen Sohn gebären, den sollst du Benedikt nennen, denn Gott erzeigt dir diese Gnade um der Gebete des heiligen Abtes und deiner Frau willen und aus Liebe zum heiligen Benedikt. Als Ferrando das hörte, wurde er sehr froh und sagte, na, das ist mir lieb, Gott möge es unserem Herrgott lohnen und dem Abte und dem heiligen Benedikt und meiner honigsüßen, kandierten, mit Käse bestreuten Frau ebenfalls. Darauf ließ ihm der Abt mit dem Wein, den er ihm zu trinken gab, so viel von jedem Pulver reichen, dass er etwa 4 Stunden lang davon schlafen musste und legte ihn wieder mit den alten Kleidern angetan, mit Hilfe seines Mönches aufs Neue in die Gruft, in welche er zuerst begraben worden war. Am anderen Morgen kam Ferrando, als der Tag anbrach, wieder zu sich und er sah durch einige Spalten in der Gruft das Licht, das er seit wohl 10 Monaten entbehrt hatte. Da es ihm nun so vorkam, als sei er lebendig, so fing er an zu rufen, macht auf, und stemmte sich selbst mit solcher Kraft gegen die Decke der Gruft, dass, weil sie leicht zu heben war, er sie lüftete. Er war noch damit beschäftigt, sie ganz abzuwerfen, als einige Mönche, die eben ihr Morgengebet gesprochen hatten, herbeiliefen, die Stimme des Ferrando erkannten und ihm aus dem Grabe steigen sahen. Voller Schrecken über die unerhörte Begebenheit entflohen sie und eilten zum Abt. Dieser tat, als stände er eben vom Gebet auf und sagte, Kinder, fürchtet euch nicht, nehmt Kreuz und Weihwasser und folgt mir nach, damit wir sehen, was die göttliche Allmacht uns offenbaren will. Und so taten sie. Ferrando war indessen ganz bleich von der langen Zeit, während welcher er den Himmel nicht gesehen hatte, aus der Gruft herausgestiegen. Sobald er den Abt erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und sagte, ehrwürdiger Vater, eure Gebete, nebst denen des heiligen Benedikt und meiner Frau haben mich, wie mir offenbart worden ist, von der Pein des Fegefeuers erlöst und ins Leben zurückgerufen. Ich bitte Gott, dass er euch dafür ein gutes Jahr und gute Tage heute und alle Zeit bescheren möge. Der Abt antwortete, so sei denn die göttliche Allmacht gelobt. Gehe, mein Sohn, da Gott dich zurückgesandt hat und tröste deine Frau, deren Tränen nicht versiegt sind, seit du von hinnen schiedest. Gehe und sei von nun an Gottes Freund und Diener. Ferrando sagte, hochwürdiger Herr, so ist mir wohl gesagt worden, lasst mich nur machen, denn wenn ich hinkomme, küsse ich sie auch gleich, so gut bin ich ihr. Der Abt blieb mit seinen Mönchen zurück
und bezeigte viel Verwunderung über diese Begebenheit, weswegen er denn in großer Demut das Miserere singen ließ. Ferrando kehrte indessen ins Dorf zurück, wo jeder, der ihn sah, vor ihm floh, wie man vor etwas Entsetzlichem flieht. Er aber rief alle zurück und versicherte, er sei auferweckt worden. Die Frau fürchtete sich ebenfalls vor ihm, bis endlich die Leute etwas mehr Zutrauen zu ihm fassten, sich überzeugten, dass er lebendig sei und ihm vielerlei Fragen nach jener Welt stellten. Er antwortete allen, als ob er vernünftig zurückgekehrt sei, erzählte ihnen Neuigkeiten von den Seelen ihrer Angehörigen, erfand sich selber die schönsten Fabeln von der Welt über die Einrichtung des Fegefeuers, auch erzählte er vor allem Folge die Offenbarung, die ihm durch den Mund des Erzengels Bragiello vor seiner Wiedererweckung gemacht worden sei. Unterdessen kehrte er mit der Frau in sein Haus zurück, nahm von seinem Vermögen wieder Besitz und schwängerte sie, wenigstens seiner Meinung nach. Zum Glück traf es sich, dass die Frau gerade zu der Zeit, welche nach der Meinung der Törichten, die sich einbilden, die Frauen trügen genau 9 Monate lang die Kinder im Leibe, die richtige war. Von einem Knaben genas, der Benedikt Ferrando getauft ward. Die Rückkehr Ferrandos und seine Reden steigerten den Ruf von des Abtes Heiligkeit um vieles. Denn fast jedermann glaubte, jener sei wirklich vom Tode erweckt worden. Ferrando aber, der wegen seiner Eifersucht so viele Schläge bekommen hatte, war nun ganz von ihr geheilt und plagte, wie der Abt versprochen hatte, von nun an seine Frau nicht mehr damit. Diese war darüber sehr erfreut und lebte wie zuvor mit ihm in allen Ehren, ohne jedoch zu versäumen, sich dann und wann, wenn es sich schickte, mit dem heiligen Abte zu treffen, der sie so gut und so sorgfältig in den wichtigsten Angelegenheiten bedient hatte.